Mit Fahrrad und jeder Menge Neugier auf unser Ausflugsziel im Gepäck starten wir unsere Reise am Dresdner Hauptbahnhof. Der Regionalexpress 15 bringt uns direkt nach Schwarzkolm, unserem Ausgangspunkt in der Oberlausitz. Für den Tagesausflug im Verkehrsverbund Oberelbe gibt es verschiedene Tarifmöglichkeiten. Für unsere heutige Tour, die wir unternehmen wollen von Dresden ins Lausitzer Seenland, empfehlen wir die Nutzung einer Tageskarte für den Verbundraum. Die Tageskarte ist für Einzelpersonen erhältlich, für Familien und für Kleingruppen bis 5 Personen. Besonderheit ist noch, dass Personen ab 60 Jahren den ermäßigten Tarif nutzen können. Und für die Fahrräder lösen wir jeweils noch einen Einzelfahrschein für die entsprechende Tarifzone. Unkompliziert und bargeldlos kann man sein Ticket auch mit dem Handy erwerben. Per SMS wird vom Kunden ein bestimmtes Ticket bestellt. Die Bestätigung kommt umgehend als Handynachricht zurück. Diese gilt als Fahrschein. Also seit dem 26. April steht der kleinste Fahrkartenautomat der Welt zur Verfügung, nämlich das persönliche Handy. Ich kann damit Tickets für Zug, Bus und Bahn kaufen, nicht nur bei uns im Verkehrsverbund Oberelbe, sondern in weiteren 10 Nahverkehrsregionen. Und das ist natürlich relativ praktisch, denn ich bin orts- und zeitunabhängig und dieses System ist kompatibel. Wenn ich von Dresden nach Hamburg will, kann ich genauso Tickets für Dresden und Hamburg lösen wie umgedreht. Um das Handy-Ticket nutzen zu können, muss man sich im Internetportal www.vvo-handyticket.de anmelden. Und dort hat man auch den genauen Blick auf seine Ticketkäufe. Der Regionalexpress 15 wartet schon. Ein moderner Doppelstockwagen mit niedrigem Einstieg. Radfahrer wissen das zu schätzen. Abfahrt pünktlich 7.40 Uhr. Alle 2 Stunden fährt der Zug von Dresden nach Schwarzkolm. Die Räder sind am besten in den Mehrzweckabteilen aufgehoben. Nach gut 1,5 Stunden Fahrt kommen wir in Schwarzkolm an. Mit über 600 Jahren eine der ältesten Ortschaften in der Gegend. Wahrzeichen der 900-Seelen-Gemeinde ist Krabat, der Betteljunge aus der Lausitz. Die wohl bekannteste Gestalt aus dem Sagenschatz der Sorben. Nun endlich auf die Räder, Richtung Laubusch, entlang der idyllischen Alleenstraße, dem grünen Tor zur Lausitzer Seenlandschaft. Mit dem Geierswalder See bekommen wir eine erste Ahnung vom spröden Charme der Seenlandschaft. Kaum zu glauben, dass man hier an der Kante eines ehemaligen Tagebaus steht. Das Gewässer, das an diesem Tag so wild vor uns liegt, steigt seit 2004 Zentimeter für Zentimeter an. Bis 1,5 Meter sind noch zu schaffen. Für die Rekultivierung der alten Tagebaue ist die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- und Verwaltungsgesellschaft, kurz LMBV, zuständig. Hier ist es bereits möglich, nicht nur zu baden, Sie können hier auch mit dem Jetski fahren, Sie können hier mit dem Segelboot unterwegs sein. Hier gibt es Anbieter, Vereine, die das anbieten an den Wochenenden. Und auf dem Geierswalder See ist schon viel los. Das ist der Gemeinde Geierswalde und den dort fleißigen Akteuren zu verdanken. Im letzten Jahr kamen bereits 70.000 Besucher hierher, um zu baden oder Wassersport zu treiben. Eine Landschaft verändert ihr Gesicht. Da, wo 150 Jahre lang großräumig Braunkohle gefördert wurde, ist eine Wasserlandschaft im Entstehen. 21 Seen mit einer Gesamtwasserfläche von 13.000 Hektar. Die Flutung erfolgt aus den Flüssen Schwarze Elster, Spree und Neiße. 188 Pegel müssen dabei kontrolliert werden. Ein ehrgeiziges Projekt für die Region. Es ist ja die gesamte Sanierung, die die LMBV jetzt durchführt, mit uns abgestimmt, auch mit den Brandenburgern oder mit den anderen Landkreisen, die darum herum sind. Und wir wollen dieses Lausitzer Seenland als größtes zusammenhängende Seefläche in Europa konzipieren. Also die Seen werden alle durch schiffbare Verbindung miteinander verbunden. Der Barbara-Kanal, einer von 3 Kanälen, die bereits fertig gebaut sind. Benannt ist er nach Barbara, der Schutzheiligen der Bergarbeiter. Er verbindet den Geierswalder See mit dem Partwitzer See. Seine Aufgabe ist nicht nur die Weiterleitung von Wasser bei der Flutung. Später sollen hier mal Schiffe fahren.
Wir stehen hier am Barbara-Kanal, der den Partwitzer mit dem Geierswalder See verbindet. Im Hintergrund haben wir den Geierswalder See, wo wir schon einen höheren Wasserstand als im Partwitzer See haben. Und dieser rund 1150 Meter lange Kanal ist im Jahre 2003 fertiggestellt worden. Wir haben hier schon Wasser anstehen aus dem Geierswalder See und ich denke mal im Jahre 2012 wird es hier eine schiffbare Nutzung geben können, weil in der Kronbreite ist dieser Kanal rund 36 Meter breit, sodass hier auch ein Begegnungsverkehr von Schiffen möglich ist. Mit dem Fahrrad lernt man die Lausitzer Seenlandschaft am besten kennen. Das Radwegenetz ist bereits gut ausgebaut. Die asphaltierten Wege laden geradezu zum Radeln und Skaten ein. Um jeden See soll es einmal Rundwege geben. Noch ist die Gegend ein Geheimtipp. Man kann die Landschaft in Ruhe genießen. Die Infrastruktur ist ganz langsam im Entstehen. Bis hier mal Hotels und Restaurants öffnen, wird improvisiert. Wer am Wochenende unterwegs ist, sollte unbedingt einen Abstecher nach Lieske zum Kuchenmobil von Saskia Rechenbach machen. Hier locken Kaffee und Kuchen, so wie man ihn noch aus Großmutters Zeiten kennt. Der ausschlaggebende Punkt war der, dass ich mich eigentlich immer schon geärgert habe, dass es nirgendwo so richtig schön leckeren Kuchen gibt, so wie ich den noch von meiner Oma kannte. Wenn man heute irgendwo Kaffee trinken geht, dann bekommst du irgendwelchen aufgetauten oder so aus dem Schnellbackofen was. Und mein Mann und ich sind leidenschaftliche Kaffeegänger und haben dann gesagt, also das geht anderen hoffentlich auch so. Da könnte man eine Marktlücke entdeckt haben. Wir versuchen es einfach. Saskia Rechenbach träumt von einem kleinen Seekaffee mit Blick auf den Sedlitzer See. Und bis der Traum Wirklichkeit wird, kann der Gast diese Idylle genießen mit frischem Kuchen unterm Apfelbaum. Wer heute hier unterwegs ist, kann einer Landschaft bei der Entstehung zuschauen. In einem Monat sieht es hier schon wieder ganz anders aus. Am Reißbrett ist ein Seengebiet entstanden, dem man seine Künstlichkeit in 10 bis 20 Jahren nicht mehr ansehen wird. Jeder See wird seinen eigenen Charakter und damit verschiedene Nutzungsmöglichkeiten bekommen. Der Partwitzer See ist ideal zum Segeln und Surfen. Am Ufer werden Quad-Touren angeboten. Der nahegelegene Reiterhof bietet Möglichkeiten zum Reiten und Kutschfahrten. Am Ufer des Partwitzer Sees ist der geplante Hafen bereits zu erahnen. Hier sollen später mal die Fahrgastschiffe anlegen. Und gleich in der Nähe das erste schwimmende Haus. Das zweigeschossige Gebäude wird bereits an Touristen vermietet. Entstehen soll eine ganze Siedlung schwimmender Häuser. So sehr man die Narben des Bergbaus in der Landschaft auch verschwinden lassen will, die Bergbautradition vergessen wird man nie. Zum Beispiel in Kleinpartwitz. Der gemütliche Rastplatz ist Teil eines Denkmals für ein verschwundenes Dorf, Großpartwitz. 600 Jahre stand es dort, wo sich heute der Partwitzer See erstreckt. 1970 musste der Ort der Braunkohle weichen. 415 Einwohner wurden umgesiedelt. Das kleine Denkmal erinnert daran. Für heute ist das unser letzter Blick Richtung See, denn es ist Zeit, sich nach Hoyerswerda aufzumachen. Von dort soll es mit dem Zug wieder nach Dresden gehen. Hoyerswerda, ganz im Norden von Sachsen, bietet den reizvollen Kontrast zwischen der historischen Altstadt und der plattenbaugeprägten Neustadt. Wir empfehlen einen kurzen Abstecher in die Lange Straße. Hier schmiegen sich alte Handwerkerhäuser eng aneinander. Mit 250 Metern Länge war die Straße tatsächlich einmal die längste in der Stadt. Der Chronik nach gab es im Jahr 1780 in Hoyerswerda 75 Schuhmacher, 23 Schneider und 11 Leineweber. Viele davon wohnten hier. Die Handwerkergasse steht heute unter Denkmalschutz. Auch der Marktplatz schmückt sich mit liebevoll sanierten Häusern. Vor dem alten Rathaus steht der Sorbenbrunnen. Ein sorbisches Paar schaut auf das Markttreiben ringsum. Erbaut vom einheimischen Bildhauer Jürgen von Wojski.
Hoyerswerda hat viel zu bieten. Erwähnt seien an dieser Stelle der Zoo, das historische Schloss oder das Museum zu Ehren von Konrad Zuse, dem Erfinder des ersten Computers. Und auch den Bergbau kann man heute noch hautnah erleben. Ein weiteres Highlight unserer Stadt ist das Bergbaumuseum Knappenrode. Das ist auch eingebunden in das Lausitzer Seenland. Es bildet sozusagen einen Pendant zu dem Lausitzer Seenland, wo Sie heute waren. Der Bahnhof in Hoyerswerda. 16.38 Uhr fährt unser Regionalexpress zurück nach Dresden. Hinter uns liegt eine spannende Tagestour. 47 Kilometer auf dem Rad sind geschafft. Wir starteten in Schwarzkolm Richtung Laubusch, bogen linker Hand zum Geierswalder See ab. Der Rundweg führte uns entlang des Partwitzer Sees mit Abstecher im Norden zum Kuchenmobil in Lieske. Zurück ging es wieder über Laubusch nach Hoyerswerda. Der Ausflug, den wir heute mit Ihnen durchgeführt haben, ist vor allen Dingen für Familien geeignet, für jemanden, der sehr, sehr gern Rad fährt, aktiv ist. Denn wir haben kennengelernt ein paar Radrouten, ein paar Strecken, die abseits vom großen Verkehr führen, um schöne Seenlandschaften entlang von Flussufern, Mischwälder auch durch den Wald geführt haben, also sehr idyllisch gelegen. Wir haben bizarre Landschaften gesehen, die sich auch noch in der Veränderung befinden. Also alle, die ein bisschen Abenteuer sehen möchten, die Veränderungen sehen möchten, wie hier im Lausitzer Seenland, für die ist es genau der richtige Tipp. Und nicht nur für die Radfahrer, Sie haben auch gesehen, es sind sehr schön asphaltierte Strecken. Also wer sich gern aufs Kiez vorwärts bewegt, ist hier an der richtigen Stelle. Sicher wird das nicht unser letzter Besuch im Lausitzer Seenland sein. Denn es gibt eine interessante Region zu entdecken, die ihr Gesicht ständig ändert. Und das mal ganz ohne Auto, einfach mit dem Rad und öffentlichem Personennahverkehr.